Hallo Leute, willkommen zu Samkat und weiter geht's mit Imperium Galactic Survival. Und ja, beim letzten Mal haben wir ja so ein bisschen Aluminium gefunden. Nicht Aluminium, Silizium war das, glaube ich. Und jetzt brauchen wir, um so einen Hoverkern zu finden oder so einen Schwebekern, ne? Wir müssen den bauen hier, das Schwebesystem. Dafür brauchen wir wahrscheinlich 4 Stück, ja, weil wir müssen das irgendwie ausbalancieren, steht nämlich auch da. Wahrscheinlich brauchen wir 4 Stück, auf jeder Seite dann 2. Um halt die Balance zu halten. Ich finde das ein cooles System. Ja, das Spiel hat echt Potenzial, aber wie schon in der letzten Folge erwähnt, es ist sehr. Man muss sehr viel Infos selber irgendwie sich einpflegen. Sehr viel Infos muss man lesen und sowas alles. Ich bin halt nicht so der Freund von Lesen. Ich möchte halt gerne so ein Tutorial haben, wo dann steht, das und das musst du machen. Aber okay, wir können es jetzt nicht aussuchen. Und wir brauchen jetzt für das Schwebesystem, brauchen wir jetzt ganz, ganz viel Elektronik und auch eben in dem Sinne auch ganz viel Kupfer. Und wir werden uns jetzt sozusagen auf den Weg machen und Kupfer sammeln. Und hier seht ihr auch schon, das Hoverbike hat sich eingeparkt. Ne? Und man kann es dann wieder sozusagen rausholen. Ich war schon einmal schlafen. Es sollte bald wieder Tag werden. Und man sieht hier auch so schön das Licht. Und wir suchen jetzt am besten einmal Kupfer. So. Mal wieder aktivieren hier. Und irgendwo Siliziumlager haben wir schon gefunden. Wir brauchen jetzt halt ein schönes Kupferlager. Das wäre halt richtig Gold wert. Wenn wir das finden. Und wir gucken mal. Boah, also die Steuerung ist echt grausam, ne? Und er da mal so rumgeht. So, Siliziumlager. Wir haben also erstmal genug Silizium. Das brauchen wir nicht. Boah, das ist grauenhaft. Dreh dich doch mal um hier. Ich verstehe das nicht, warum das so schwer geht. Okay, und ich hoffe... Obelisk, okay. Kupfer, da! Mensch, das läuft hier alles. Wir haben Schnürchen, jetzt gleich Kupfer. Boah, das sind Tiere. Ist ja cool. Das sind Tiere. Das gesehen? Da waren Tiere, die laufen von mir weg. Top, nee, da steht noch eins. Hat sich festgebackt. Hallo. Ein Parasaurus. Hallo. Greifst du mich an? Nein. Container-Info. Okay. Genau, lauf weg. Tschüss. Ich habe dich befreit. Ich habe eine gute Tat gemacht. So, was habe ich denn jetzt eingesammelt? Konfetti, Mooskrümel. Giftbiss, infizierte Wunde. Ah, so eine Antiseptikum oder was. Okay, kann man bestimmt auch gebrauchen. So, gut. Wir haben jetzt hier gefunden. Eine Kupferader. Ich nehme das wieder mit, bevor ich sie dann nicht finde. Und wir tun jetzt hier sozusagen uns hier durchgraben und gucken mal, dass wir das finden. Wir gehen auf direkten Wege einfach durch. Und gucken mal, ob wir das finden. Ja, schön. Schön viel Kupfererz. Super. Ich hoffe ja mal, dass es auch in diesem Spiel, also ich muss sagen, dieses Spiel hat so ein bisschen Ähnlichkeit, aber nur ein bisschen zu Satisfactory. Ja, so manche Abschnitte. Nicht, dass ich jetzt hier falsch buddel. Nee, ist ja falsch, warte mal, da. So. Ist jetzt gerade wieder aufgefüllt. Ich grab einfach. Hat wie gesagt so ein bisschen Ähnlichkeit zu Satisfactory. Und ich hoffe, dass es auch wie bei Satisfactory so eine Herstellungsdinger gibt. Auch so eine Mine. Das wäre richtig cool. Ja. Okay, Schotter. Ah, Schotter nimmt er also auch auf.
Okay. Und ich hasse Dunkelheit, ne? Es ist so schlimm, ey. Warum die Dunkelheit nicht einfach wegbleiben kann? So, 100. Also es lohnt sich, so eine Ader auf jeden Fall zu finden. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier auch das auch richtig abbaue. Scheint so. Gar nicht wissen, wie das aussieht. Wenn das hell ist. Ich glaube, es sind überall Löcher in der ganzen Wand. Ich finde es schon mal cool, dass es auf jeden Fall keine Haltbarkeit hier gibt. Beziehungsweise nicht bei dieser Waffe. Und ich glaube, ich wäre schon schier wahnsinnig geworden hier. Hier bin ich irgendwie falsch. Ihr macht ja irgendwie nichts mehr. Oha. Also ich habe hier übelst ausgehöhlt schon. Wie viel ist denn noch drin? Steht da drin? Nee. Manchmal gibt er dir auch einfach gar nichts, ne? Und wieder ist mein Inventar voll. 123, okay. So, jetzt muss ich irgendwie hier rausfinden. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wo geht's hier raus? Hilfe! Scheiße! Wo geht's denn hier raus? Was ist passiert? Wo geht's hier raus? Hä, habe ich mich jetzt eingegraben? Wie geht denn das? Ich muss doch wohl irgendwo hergekommen sein. Ach da. Boah. Alter Schwede. Was kann ich nur aufsammeln oder was? Komisch. Na, es gibt auch kein Dings oder so, ne? Kein Chatpack oder sowas. Ich rutsche echt runter. Scheiße. Bin zu steil. Ich habe das zu steil gemacht hier. Scheiße, ey. Was ist los? Ich grabe jetzt einfach irgendwie nach oben hier. Irgendwann komme ich schon raus. Yay. Hallo, ich bin da. Was ist denn da passiert? Guck mal, die sind da oben einfach. Sind einfach auf den Hügel hochgelatscht.
Die gehen bestimmt essen. Die fauchen mich ja richtig an hier. Krass. Aber cool, also es gibt hier also Dinosaurier, okay. Interessant. Gibt hier also Dinosaurier. So, gut. Zack. Wo geht's zu meiner Hütte? Da. Ah, schon wieder. Oh, also die Steuerung, ich weiß nicht, da muss echt noch ein bisschen einiges getan werden. Ist ja grauenhaft. Ich hoffe nicht, dass die anderen Dinger auch sich so schlecht steuern lassen. Das ist auf jeden Fall echt grausam. So. Genau. Also das da rein, so. Aber jetzt würde ich ja wohl das Ding endlich bauen können. Schwebesystem, jawohl. Ich brauche 4 Stück davon. Oh, nee. Aber es ist echt krass, wie viel man eigentlich für ein so ein Ding braucht, ne? Deswegen, das hält echt ewig auf. Also, deswegen sage ich ja, dieses Spiel ist wirklich nichts für Leute, die mal 1-2 Stunden am Tag so spielen möchten. Hier musst du echt wirklich viel, viel Zeit mitbringen. Also ich denke mal, um alles zu entdecken, brauchst du bestimmt hier ein halbes Jahr. Ich weiß nicht, wie viel Inhalt hier drin ist, aber ich denke mal schon. Bodeneffektantrieb erzeugt Schub und Drehung mit kein RCS oder zusätzlichen Triebwerk erforderlich. Aha. Ja, die Frage ist, wofür brauche ich sowas, ne? Flugrichtung unten, Flugrichtung unten, okay. Ja, ich hoffe, ihr kriegt nochmal einen zusammen. Wir brauchen 4 Stück, auf jeden Fall. Na, schaffe ich alle 4? Mal gucken. Aber es gibt auch ein Chatpack. Ich sehe es da ganz links, da unten. Aber muss ich wahrscheinlich erstmal bauen. Kühlschrank, ey. Aber wieso gibt es so verschiedene, so viele Konstruktoren? Ich verstehe das nicht. Sind die unterschiedlich, kann ich die nur in bestimmten Dingern einbauen? Oder was ist das? Deswegen, das verwirrt mich halt. Diese Beschriftungen sind zwar immer schön und toll, aber so eine Zuweisung wäre schon nicht schlecht. Dass das zum Beispiel für dieses ist und das für das, ne? Sehe ich nicht. Deswegen, es dauert echt auch der Prozess so, dieser Bauprozess, ne, was man alles braucht, das ist echt schon heftig. So. Und ich schaffe es nicht, das war so klar.
Was fehlt denn? Motor. Motor muss ich bauen. Was fehlt für Motor? Zwei. Ich kann noch zwei Motoren bauen. Wo ist das Problem? Was fehlt? Nanoröhre. Kann ich da auch drei bauen? Ah, es fehlt wieder Kohlenstoff. Ein Kohlenstoffsubstrat fehlt schon wieder. Okay. Das können wir eigentlich hier schnell irgendwo holen. Hier ist doch bestimmt irgendwo Kohlenstoff. Kohlenstoff. Also ein Lager wäre natürlich auch nicht schlecht, so ein Kohlenstofflager, aber hier liegen eigentlich genug rum. So. Ich weiß ja nicht, wie das hier ist, ob die auch mal wieder respawnen, die ganzen Dinger. Könnte natürlich sein, muss aber nicht. Ja. Also da drüben ist auf jeden Fall viel. Rinder mit dir. Zack, zack. So, aber jetzt sollte ich doch wohl. Gut. Dann bauen wir. Was brauche ich denn noch für das Ding? Ist ja alles ist auf F, ne? Aber hier, sowas machen sie auf P. Treibstofftank. Schubdüse brauche ich auch noch. Da brauche ich wahrscheinlich zwei Stück, weil eine wahrscheinlich dann dafür sorgen könnte, dass es vielleicht wie bei den Schwebedüsen, dass es dann wahrscheinlich rumschwenkt. Was hier? Okay, Schwebedüsen habe ich. Jetzt brauche ich Schubdüsen. Okay, die muss ich noch freischalten. Aber Cockpit zum Beispiel brauche ich auch noch eins. Schubdüse, mal gucken, wo ich das freischalte. Schubdüse, Schubdüse. Bodenkleider, okay. Hier, Schubdüse. Da ist die Schubdüse. Warum kriege ich die nicht frei? Ach so, brauche ich erstmal das RCS. Aha. Okay. Drehmomenteinheit. Okay. Holzvollernter. Vor den Containercontroller Erz und Holz und geerntetes Holz automatisch abzubohren. Ah. Werkzeugtürme, Bohrer. Verstehe. Gerät zum Andock eines Bodenkleiders an ein großes Raumschiff. Okay, das brauche ich alles noch. Deswegen ist es echt krass, was hier so kommt. Also, Wahnsinn. Generator, ich brauche bestimmt diesen Generator. Wette ich. Den schalte ich den jetzt auch mal frei.
Schwebesystem ist fertig. Holzvollernter Passagier. Wir gucken mal. Also Cockpit haben wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch. Kann ich nicht verwenden. Erfassungsvermögen überschritten. Oha, ist das so schwer. Ist das so schwer oder was? So, da haben wir Schubdüsen. Denk mal, wir brauchen zweimal. So, jetzt tun wir erstmal die Hover-Dinger hier machen. 5 Stück. Ja, das ist gar nicht so gut. Weil das Ding einfach nicht in der Höhe ist. Toll. Das wäre natürlich schon cool gewesen, wenn das irgendwie in der Höhe ist, ne? Scheiße. Dann baue ich die eben hier hin. Zack. Schwebesystem. Dann kommt das hier hinten auch irgendwie ran. Zack. 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 So. Genau. Das sollte eigentlich laufen. Das sieht schon fast aus wie ein Auto hier. Oder? So. Das Schwebesystem ist da, okay. So muss ich Gruppen erstellen. Zuggruppe hinzufügen. So, Gruppe hinzufügen. Machen wir einfach mal schweben. So, das heißt, ich muss die da hinziehen. Nee. Gruppe hinzufügen, schweben. Was auch, das ist echt alles. Ja, es ist wirklich sehr organisatorisch, ne, alles. So. Aber Hauptbereich. Jetzt muss ich mal gucken. Custom, Gerätegruppen. Mache ich jetzt mal schweben. Wenn das so richtig ist. Ich weiß nicht, ob ich das so machen kann. Automatisch gruppieren. Signallogik. On-off. CPU habe ich nicht. Da hier Schwebesystem. Device total 206. Ich kann wahrscheinlich nur 200, 5000 Blöcke natürlich wahrscheinlich haben. Oder zumindest dieses hier, ne? Denke ich mir bald. 5000 Volumen wird das wahrscheinlich sein. Okay, Treibstofftank, Cockpit. Cockpit habe ich auch. Schubdüse mache ich gerade. Treibstofftank brauche ich. Okay, das ist raffiniert. So, und ich kann natürlich nur eine Schubdüse bauen. Das war wieder klar. Oh Mann, ey. Treibstofftank kann ich hier. Machen wir hier so einen kleinen. Hier so einen großen bauen. Da ist Treibstofftank T1. Und das ist ein kleiner oder was? Treibstofftank klein. Wie viel braucht Kraftstücke bitte? 300 und der macht 1000. Ah, okay. CPU braucht der 300. Okay, ich verstehe das langsam. Die CPU ist wohl das, was so ein Kern beinhaltet, ne? Okay. Okay, also kann ich eigentlich auch gar nicht so viel bauen. Aber doch, Treibstofftank ist schon wichtig, auf jeden Fall. Deswegen werde ich das auch mal noch bauen, den Treibstofftank. Da ist der Treibstofftank, so. Zack. Was ich jetzt auch so rausgefunden habe, ist hier diese Dinger, diese Steine. Diese Blöcke zum Bauen.
Oh, hier ist ein Raumanzug. Kohlenstoffsubstrat. Ah. Lol. Scharfschützengewehr habe ich plötzlich auch. Wo kommt das denn her? Interessant. Bohrerladung. Ladung füllt das gesamte Magazin. Bohrerladung. Wo habe ich denn einen Bohrer? Ich habe ja gar keinen Bohrer. Ah, hier ist eine O2-Flasche. Okay. Wasserkanister brauche ich dafür. Verstehe. Bohrerladung. Multiladung. Hä? Habe ich keine Ladung mehr oder was? Oder wie darf ich das verstehen? Keine Munition erforderlich. Schaden 19. Aktuelle Reichweite. Munition unlimitiert. Zeitrückgabequote. Okay. Überlebensmulti-Werkzeug. Ach, kann ich wohl noch was anderes bauen oder was? Ah. Das Multi-Werkzeug. Ah, hier steht's. Ah, Munition Energiezelle. Mein Ziel ist 50, aktuelle Reichweite 5 Meter. 3. Zum Blocks zu legen, aufzumachen, reparieren, umzuwandeln, rotieren und aufzuwerten. Verstehe, das hätte ich also schon längst gebraucht. Werkzeuge, tragbares Arbeitslicht. Multi-Werkzeug, hier steht's, hier ist ein Bohrer sogar. Okay. Krass. Okay. Ist auch sehr wichtig freizuschalten. Waffen, naja, Waffen brauche ich glaube ich erstmal nicht. Kleines Raumschiff, Botenkleider. Ah, hier ist kleines Raumschiff, Starterbasis. Muss ich auch bauen, Kraftstoffzelle. Also, ihr seht schon, es ist echt komplex, ja, was so alles kommt. Das ist schon ganz schön krass. So, aber wir brauchen auf jeden Fall so ein Dings, Treibstoff. Kann ich das schon bauen? Treibstoff, Treibstoff. Wo bist du? Generator? Nee. Wo ist er denn? Den habe ich doch freigeschalten, oder nicht? Hä? Bin ich jetzt blöd? Wo ist er hin? Na, Treibstofftank. Ach so, habe ich noch gar nicht frei. Wieso nicht? Wollte ich doch machen. Bodenkletter, Treibstoff. Hier, Treibstofftank. Treibstofftank. Wieso kann ich den jetzt nicht bauen, den Treibstofftank? Ach, kann ich wohl hier nicht bauen? Dafür brauche ich wahrscheinlich das andere Teil. Diesen Ding hier. Ach, wo ist er denn? Hier, den hier. Kleiner Konstruktor. Da ist es wahrscheinlich drin. Oh Mann, es ist echt kompliziert so ein bisschen, ne? Anzug kann ich auch noch nicht bauen, aber das hier wäre cool. Multi-Werkzeug. Prometheum-Pellets. Ey, das ist schon krass hier, ne? Was es hier alles gibt, ist Wahnsinn. Obwohl, eigentlich ist es gar nicht mal viel, ja? Aber es ist eigentlich... Es ist so kompliziert irgendwie, weiß ich nicht. Ich find's ein bisschen kompliziert. Weiß ja nicht, wie ihr das so seht. Aber ich find's schon ein bisschen kompliziert. So, warte mal. Ja, dann baue ich eben nur den kleinen Treibstoff. Sollte wohl reichen, so. Geht eigentlich auch recht zügig. So eine Schubdüse brauche ich nochmal. Was brauche ich dafür? Nanoröhre. Was brauche ich für diese Nanoröhren? Kohlenstoffsubstrat, okay. Das habe ich natürlich nicht. So, wir gucken jetzt einfach mal. Cockpit, Alter, das ist ein Riesending. Ach du Scheiße.
Was ist denn das für ein Riesending? Alles klar. Warum ist das so riesig? Das Gute ist, durch so ein Dings, durch die Sonne kannst du richtig schön gucken, ne? Warum ist denn das so riesig? Das verstehe ich jetzt nicht. Das wäre bloß so ein kleines Shuttle-Ding oder so, ey. Krass. Das sieht doch extrem bescheuert aus, aber okay. Nee, das haut doch jetzt auch nicht hin. Ach, scheiße. Zu fliegen. Fliegt der schon? Weltraum ist es kalt, du brauchst eine leichte Rüstung. Okay. Das sieht jetzt ein bisschen ungünstig aus, aber oh Mann, ey. Ja, anders habe ich jetzt nicht hingekriegt. Scheiße. So, Cockpit. Tief. Okay, der Generator fehlt halt noch, ne? Schubdüse, Treibstofftank, Generator. So. Wir haben hier auf jeden Fall den Generator. Schubdüse, muss ich mal gucken. Will ich auf jeden Fall hier hinten dran bauen. Zwei Stück, ja. Es ist leider ein bisschen verpatzt, aber okay. Was ist los? Was hast du, kleiner Mann? Komm hier. Stop. So, da haben wir die Schubdüse. Hoffe ich doch, dass das jetzt die richtige Dings ist. So, genau. Da kommt hier auch nochmal eine ran. Habe ich das jetzt richtig rumgesetzt? Danger, Exhaust, ja, ich hoffe doch. Ja, ja, sieht jetzt ein bisschen blöd aus, aber ey, was soll ich machen, ey? Das war eigentlich gar nicht so geplant. Scheiße. Ich kann das auch gar nicht da ransetzen, ne? Egal. Ich weiß auch nicht, warum das ganze Ding hier zusammengeklappt ist. Auf einmal. So, ich setze das Ding jetzt dahin. So, jetzt müsste ich da eigentlich alles haben. Genau. Treibstofftank, Cockpit ist dran. Okay. Sperrcode. Oha, kann sogar auch noch Sperrcode machen, das ist ja cool. Schubdüse S. Okay. So. Treibstofftank ist nicht luftdicht. Das heißt, ich muss bestimmt dann noch irgendwas anders drumrum bauen. Damit das Dings, damit ich halt luftdicht habe. Sonst geht es wahrscheinlich kaputt. Da sind wahrscheinlich diese Dinger hier da. Kohlenstoff, die sind nämlich luftdicht. Da kann ich nämlich drumrum bauen. Ja, Stahlblöcke. Genau. Verstehe ich. Pflanzenbeet. Was für Pflanzen da? Künstliche Masseblöcke. Fügt extra Gewicht hinzu und kann verwendet werden, um den Masseschwerpunkt deines Schiffs für bessere Flug- und Schwebeeigenschaften anzupassen. Das ist schon echt, echt heftig. Guck mal, selbst Holz, ja, ist, selbst Holz ist hier Dings. Luftdicht, okay. Krass. Cool. Starter Basis, Starter Bodenkleider. Starter für den Bau eines Schwebeschiffs. Pfeil zeigt Flurrichtung. Das verstehe ich auch nicht. Oh, jetzt regnet das auch noch. Ach du dicke Neune. Was ist denn hier los? Lass mal was essen. Aber es hält, also man hat Zeit, das finde ich schon mal gut. Man hat Zeit auf jeden Fall. Weil bei manchen Spielen hast du ja gar keine Zeit, ne? Da wirst du reingeschmissen, musst hier, mach mal. Ne? Du fühlst dich wohl ausgeruht, das ist schon mal schön. Ja, und dann
hast du dann nicht mal viel Zeit, um dir Essen und sowas zu besorgen. Du hast am Anfang so viel zu tun. Ja. Treibstoff und Munition, okay. Wird nicht automatisch Treibstofftanks gefüllt. Chromedium, okay, so. Was fehlt dir denn jetzt? Eigentlich noch eine Schubdüse, ne? Ich will jetzt unbedingt wissen, ob das Ding noch fliegt. Das will ich unbedingt wissen, so. Kleiner Konstruktor, nee, das braucht ich nicht. Braucht Treibstofftank, habe ich. Generator, brauchte ich einen Generator? Das ist jetzt die große Frage, brauche ich das? Ja, Generator fehlt, siehst du? Ein Generator, den kann ich sogar schon bauen. Generator klein so. Und dann brauche ich noch was anderes. Und zwar noch so eine Schubdüse. Brauche ich Nanoröhren. Also nochmal kurz schnell Kohlenstoff finden. Hier ist noch Kohlenstoff, gut. Sieht aus mit der neuen Waffe. Hätt ihr auch diese Oha. Upgraden, zerlegen. Drehen, Transparenz, okay, reparieren, demontieren, zerlegen. Okay, also hier kann ich nicht abbauen. Das ist also kein Bohrer. Gut, verstehe. Ressourcenmodus. Ich denke immer, hier ist ein riesen Monster in der Nähe, Junge. Aber ist nur Gewitter. Ich hoffe nicht, dass ich hier so einen Stromschlag kriege. Wenn ich mich hier rumtreibe. Silizium, Eisen. Ich brauche kein Eisen, ich brauche Kohle. So, das sollte jetzt aber reichen. Kurz noch ein bisschen Eisen mit, brauche ich bestimmt auch noch. Okay, jetzt wieder zurück. Bevor mir hier der Blitz hier den Arsch versohlt. Oha. Ich bin so gespannt, ob das Ding fliegt, ey. Es sieht richtig scheiße aus, ja. Aber egal. So, rein mit dir. Zack. Verdorbenes Lebensmittel. Wieso verderben die? Ah, verderbliche Zeit 37. Ach du Scheiße. Kann ich das noch essen? Ja, ich kann es sogar noch essen. Nahrungsmittelvergiftung. Scheiße. Also sowas gibt es ja auch, okay. Oha, das macht richtig runter. Scheiße. Wollte nur testen. Ach man, oh. Ich wollte es doch nur testen. Was brauche ich dafür? Wie kriege ich das wieder weg? Wo sehe ich da meine Lebensmittelvergiftung? Da, Statistik, hier. Was, wie kriege ich das wieder weg? Schmerzmittel. Schmerzmittel oder Erste-Hilfe-Kasten? Schmerztabletten. Gewürz, Konfetti, Mooskrümel. Ja, wie soll ich denn jetzt ein Gewürz herkriegen? Okay, also. Den habe ich zwar, aber. Bringt mir ja nichts. Scheiße. Gewürz, wo soll ich Gewürze kriegen? Egal, muss ich es aushalten? Scheiße, ich werde gleich sterben. Oh shit, ey, ich werde gleich sterben. So, schnell bauen hier, los, zack, zack. Schubdüse. Komm, bau. Bau!
Ich hau das jetzt schnell rein. Bevor ich nämlich hier verrecke. Ich werde bestimmt gleich verrecken hier. So. Gut. Du bist hungrig, ja, toll. Ich werde hungrig. Hey. Irgendwie braucht er noch Power. Kann das sein? Oha. Ja, ich sterb gleich. Er hat keinen Treibstoff. Scheiße, ich sterb gleich. Er hat keinen Treibstoff. Ich sterbe. Oh. Ich sterbe gleich. Hilfe, du wirst aus Mangel sterben. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe nichts zu essen. Was soll ich denn machen? Das ist schon gemein. Scheiße, hätte ich es mal nicht gegessen. Oha, guck mal, das wird gerade richtig verschwommen. Ah, also, esst kein verderbtes Essen. Euch geht's nachher so schlecht. Und ja, jetzt spawn ich bestimmt gleich ganz woanders. Und damit ist das dann alles Geschichte zu Ende. Du bist verhungert. Ja, toll, das sehe ich auch. Und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Respawn, Überlebenszeit, Heimatbasis, keine Heimatbasis, aktueller Standort. Kaputte Neustart. Okay, aktueller Standort. Okay. Puh, ich bin wieder da. Super, okay, gut. Habe ich was verloren? Nee. Behalte alles, super, okay, gut. Also, man hat noch Glück. Man startet wieder da. Ich höre hier Tiere. Krass, kommen die zu mir? Okay, cool. Ich glaube schon, dass irgendwann die Tiere auch zu mir kommen, hier, die auf der Welt sind. Und ich werde bestimmt auch irgendwann angegriffen. Okay, gut. Treibstoff. Ja, kriege ich noch schnell Treibstoff irgendwie hin? Energiezelle, Treibstoff. Ja, ich glaube das hier. Mach mal einfach mal. Ich weiß ja nicht, was der braucht, ein Treibstoff. Das ist halt immer so eine Sache. Es steht ja nichts da. Ne? Muss man ja alles selber rausfinden. Zack. So, guck mal. Schubdüse. Ich hoffe, das passt so. Das ist jetzt echt bescheuert, aber egal. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding fliegt. jetzt ist es auch schon wieder dunkel. Ich hasse es. Ich schlafe jetzt einfach. Zack, jetzt ist Nacht. Ich schlafe nochmal. So, jetzt ist Tag. Super. So geht's. Ja, Treibstoff, gucken wir mal, ob das funktioniert, wenn ich den reinsetze. Auffüllen, Munition, Sauerstoff, Kraftstoff, auffüllen, verwalten. Treibstoff auffüllen, hier. Ah, 3%! Ach du dicke Neune. Aber es leuchtet irgendwas. Okay. Oh, ich habe die falsch rum gebaut. Oder? Nee. Also ich möchte gern sehen, wie ich von außen fliege. Ich möchte es sehen. Wie sehe ich das? V. Cool. Das sieht so scheiße aus einfach, aber es fliegt. Es fliegt, ey. Es fliegt, aber kann ich höher fliegen, oder? Hä?
Irgendwie. Also rückwärts macht er. Ich habe die, glaube ich, falsch rumgebaut, die Scheißdinger. Das falsch rumgebaut. Ach du Scheiße. Und ich brauche auch noch Wendedüsen und sowas alles. Oha. Ja. Ich brauche auch eine Wendedüsen. Ach du dicke Neune. Ja. Also, ihr seht, der Bau ist schon recht kompliziert. Man braucht auch Wendedüsen, Schiebedüsen und so. Und das ist halt das, was ich so meine. Es wird nicht erklärt, ja. Es wird nicht erklärt, was du brauchst, was du machen musst. Das ist so schade. Das hat echt Potenzial. Hier, ich weiß auch nicht, hier. Oh, guck mal, hier. Ich drücke jetzt hier links. Ich habe die auch irgendwie falsch rumgebaut, also... Es hat so viel Potenzial, ja, aber wenn man das nicht ausreichend erklärt und ich habe keinen Bock, Videos zu gucken oder sonst was, ich will das im Spiel haben, weil das eigentlich auch ein Spielinhalt sein soll. Und ja, schade. Na, okay, aber es fliegt, ihr wisst jetzt ungefähr, wie es geht. Man muss hier sehr, sehr viel rumprobieren und man hat noch O2, damit kann man wahrscheinlich dann im Weltraum rumfliegen. Da muss man wahrscheinlich mit Kraft mit O2-Tanks auffüllen. Und ja, also es ist sehr komplex, ihr seht es und ja, gucken. Also ihr könnt mir gerne mal sagen oder gerne mal auf Discord kommen und mal euer Bilder da reinschicken und mir mal zeigen, was ihr so gebaut habt und sowas alles und wie ihr das Spiel auch findet und sowas, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen zu kompliziert. Mal schauen, ob wir das in Zukunft nochmal weiter angucken. Wenn nicht, dann kommt auch gerne mal vorbei, trotzdem vorbei und guckt die anderen Videos an. Und ja, hat euch das gefallen, das Video, lasst mal ein Like da. Und genau, wenn ihr mehr sehen wollt, auch ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi.